Leute, willkommen zurück zu Cube Life Island Survival. Ja, wir sind noch immer nachts in der Höhle und kämpfen um unser Überleben. Wir haben Essen dabei. Also, Gras haben wir dabei. Also, für die Stimmung ist schon gesorgt. Allerdings haben wir uns verschanzt vom Monster. Und jetzt möchte ich dieses Snail-Feature mal testen, aber ist irgendwie noch nicht so ganz. So, die Frage ist, baue ich jetzt hier aus und riskiere in eine Höhle zu geraten, wo es Monster gibt, oder bleibe ich einfach mal hier? Denn natürlich wird unser Essen auch immer knapper. Wir haben überhaupt kein Essen. Ich bin natürlich noch im Gange zu lernen. Wir sind natürlich auch neu in meinem Tutorial-Level. Und ich warte jetzt gemütlich, bis das die Nacht vorbeischreitet. Allerdings müssen wir schon rausgehen, weil wir Wasser brauchen oder irgendwas zu trinken. Denn ich denke, hier in der Höhle finden wir nichts. Ja, ich stelle jetzt mal hier auf Dirt und schon nur kurz. Okay, das geht nicht. Ja, die Steuerung ist nur ein bisschen happerlich. Hoffentlich wird das mit der Zeit besser. Und ich denke, das wird auch mit der Zeit besser. So, und jetzt ist schon gemütlicher hier. Aber die Lichteffekte von draußen kommen jetzt hier rein. Deshalb sehen wir hier ein bisschen was. Ob das gut ist oder schlecht, weiß ich jetzt nicht. Kann man das abbauen? Ja, kann man. Aber wir haben uns ja im letzten Part auch noch schon eine Pickaxe aus Holz gebaut. Und mit der können wir das schneller abbauen. Und hört ihr die Kreaturen dort draußen schon? Eieieiei. Ich werde natürlich... Mein erstes Ziel ist es, hier eine richtige fette Monstervilla wie damals in meinen Test zu bauen. Mit allem drum und dran. Ich hatte riesige Keller. Ja, wieso habe ich meinen Test gespielt? Ich wollte eine Gratis-Variante von Minecraft, um ein bisschen zu schauen, was das ist. Okay, also wir sollen das nicht so upcraften, so harte Metalle. Und wir ertrinken. Oh scheiße, wir brauchen etwas zu trinken. Müssen raus. Wir müssen unbedingt raus. Es gibt kein Zurück. Wir sind schon in dem letzten Part gestorben. Oh, scheiße, da sind Monster. Scheiße, scheiße, scheiße. Renn, renn, renn. Oh mein Gott, renn. Ich will nur sehen. Ja, es sind Islandbewohner. Die haben aber noch keine, glücklicherweise keine... Verdammt, ich brauche jetzt was unbedingt. Ich brauche unbedingt Blätter von dort oben. Also Mangos. Nein! Ah! Wir werden das nicht überleben. Oh, da! Ein Huhn! Oh mein Gott, die kommen uns nach. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wir sehen überhaupt nichts und wir sind ertrunken. So, jedenfalls haben wir Durst und Hunger. Ich hoffe, wir schaffen es bis zur Insel, finden eine Mango und stopfen uns die schnell rein. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Ja, es ist gar nicht so leicht, das Spiel. So, stellen wir die schnell hier hin. Zack, zack. Und jetzt hier alles ab. Ah, verdammt, wir sind schon wieder gestorben. Mein Gott. Kann man jetzt vom Speicherstand? Ja, natürlich. Ja, es braucht mal ein bisschen Zeit. Aber dann komme ich zurück zu dem Mindtest-Geschrede. Und es dauert verdammt lange, bis wir wieder rein sind im Spiel. Nicht so wie bei Minecraft, wo man respawnt und dann ist gut. Aber gut, es ist ja auch kein PC-Spiel. Und ja, mein Test war an sich grandios, wie Minecraft 1:1, nur es gab keine NPCs, Gegner oder so.
Und das hat dann auf Zeit immer gelangweilt. Es war mehr so ein... Man konnte auch nicht sterben, also... Man hatte zwar Leben und durch hohe Distanzen konnte man sterben, aber... Man konnte nicht, wie soll ich sagen... Ja, man wurde nie angegriffen und so. Ich überlege jetzt nur, wie kommen wir an Wasser? Wie kommen wir da ran? Ich hätte Essen mitbringen sollen. Was ist das Local Map hier? Das ist jetzt wirklich blöd. Ich will mir so sehen. Oh, verdammt, oh, verdammt. Kommen die hier rein? Dann würde ich die alle abmuxen. Kommt rein. Verdammt. Ah, der erste Tag ist ja grausam. Schlimmer als in Minecraft. Aber ich höre so langsam auf, das Spiel mit Minecraft zu vergleichen. Es ist Minecraft fertig aus. Jetzt wird gespielt. Aber gut, es scheint schwieriger zu sein zu überleben. Sehr interessant. Aber ich denke, so geht es jedem. Geht es den meisten auch. Wenn sie Minecraft das erste Mal spielen. Ich weiß, es ist eine Seltenheit hier. Aber es gibt das ja schon manchmal. So, wisst ihr, was ich mache? Ich denke, die wissen, dass wir hier in der Höhle sind. Das hier eingebunkert haben. Ich werde jetzt versuchen, auf die Insel zu kommen. Sofort hier raus und weglaufen. Sofort weglaufen. Ich brauche nämlich über Essen und so. Das Schwein! Das ist ein Schwein. Oh verdammt, die kommen uns nach. Scheiße. Es ist 8 Uhr. Oh, wie will man denn flüchten? Der sieht auch, dass die Charakterprofile wie in Minecraft sind. Oh mein Gott, wie flüchten wir? Ich muss überlegen. Wir müssen an sich ganz schnell etwas bauen. Eine Art Wand. Ich schau mal ganz kurz, ob wir irgendwie ein Bett craften können. Sieht nicht danach aus. Gibt's das noch nicht, aber das wird sicher eingefügt. So, jetzt irgendwie merkwürdiger Tonabsturz. Wieso? Ich weiß es nicht, aber wir können hier nicht lange wieder umherräumen. Wir schwimmen jetzt einfach aufs freie Meer. Ah, das ist die Anfangsinsel, ne? Sehen die uns jetzt nicht mehr? Oh, was sind diese Geräusche? Soundgeräusche. Okay. Das macht sich aber nicht gut. Oh, Mangos. Sammelt sie ein. Baut einfach irgendeinen Scheiß hier hin. Komm, schnell. Zack.
So, alles eingesammelt und flüchten. Ah, wieso? Wieso sind diese Soundprobleme denn jetzt? Mein Gott. Das muss man aber noch patchen. Ich habe aber davon nichts gelesen, dass es Soundprobleme gibt. So, wir sind durstig. Jus, so, nochmal, nochmal, nochmal. Wunderbar, jetzt überleben wir die Nacht. Hier ist unsere Höhle. Da gehe ich jetzt wieder rein und bunker mich wieder zu. Schnell. So. Und jetzt speichern wir mal. Oh, und dieser störende Sound. Ich mach meinen Fernseher jetzt mal leiser. Wieso, wo kommt der denn jetzt her? Wir sind jedenfalls hier mal sicher. Der Tag dauert noch ein bisschen, noch einige Minuten. Und das wieder. Ist das ein Fehler? Das wäre aber schade. Jetzt habe ich das Spiel gelobt und mir viel vom Spiel erhofft, aber ja, wenn es solche Probleme macht, das ist natürlich nicht cool. Das ist scheiße. Ich starte kurz die Version neu, okay? Bis gleich. So, wir sind wieder zurück und ich glaube, das Geräusch ist jetzt weg. Ich hoffe es zumindest. Wir haben noch zwei Kokosnüsse. Das müsste noch für die Nacht reichen. Es sind noch 6 Stunden. Also ich weiß nicht, wann der Morgen aufgeht, aber mal sagen bald. In der Zwischenzeit würde ich mich hier mal runter bohren. Doch nicht. Das nimmt mir da natürlich Kraft weg, oder? Ja, dann stehen wir hier ein bisschen. Das ist jetzt blöd mit diesem Fehler. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht über das Let's Play öfters vor. Tut mir leid an der Stelle für das Geräusch. Vielleicht lasse ich es kurz drin und dann hole ich den ganzen Ton raus, weil ja, das stört dann doch für euch und ihr wisst ja gar nicht, dass das auf euch zukommt mit Kopfhörer. Das ist vielleicht ungesund für die Ohren. Also, wenn ich mich über ein Geräusch aufrege und ihr hört es nicht, dann, ja, dann habe ich es für euch rausgeholt. Ich glaube, ich werde das auch tun, denn bei dem Bearbeiten des Videos wird mir das auch auf den Keks gehen. Außerdem gibt es jetzt hier nicht so viel Musik, dass man jetzt was verpassen würde. So, ich hoffe nur, dass diese Einwohner verschwinden werden, wenn wir hier fertig sind. Die Nacht vorbei ist. Unser Hunger steigt auch so langsam, aber wir haben nichts dabei. Läuft die Zeit eigentlich auf, wenn wir craften? Ja, okay. Dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir noch ein. Ah, verdammt. Unser Crafting Board ist ja draußen. Gut, ich baue nur einen zweiten. Und den bunkere ich dann hier unten.
So. Dorthin. Und dann baue ich mir noch kurz weitere Äxte. Ich wüsste, wie das wieder ging. Warte, so geht doch. Ah, das geht hier nicht. Das ist doch eine Schaufel, oder? Oder war das eine Schaufel? Ah, ich weiß es einfach nicht. Das Problem ist das Holz, ne? Das muss zuerst als Ding kommen. Ich mache ein anderes Holz. Aber wir haben nicht genug. So. Ah nein, ich drücke immer Pause. Ah, die Steuerung ist so ungewohnt. Nein, ich will Holz. Holz. Man kann doch auch irgendwie Schwerte bauen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das die gleiche Formel ist wie... Yeah, warte. Nein. Okay, so geht's schon mal nicht. Das werden wir vielleicht noch alles lernen, wenn wir die erste Nacht mal überstehen können. Und es geht wirklich darum, wer am längsten überlebt. Das im Ranking wird das angezeigt. Und ja, wir sind an sich ziemlich schlecht. So, nochmal kurz eine Kokosnuss reingestopft. 2 Stunden noch. Oh, das wird gehen. Das wird klappen. Dann nehme ich dich mal wieder ins Inventar, denn du bringst uns nicht viel. Oh doch, also es ist dann doch schon etwas ganz anderes als Minecraft. Ja, okay, nein, nicht ganz anders, aber es ist schwieriger, also das Minecraft, was ich gespielt habe, das bisschen, die erste Nacht und so, war einfacher, man konnte sich besser ein Haus bauen. Ich wusste jetzt nicht, dass wir ein Haus bauen sollen, ich bin dem Tutorial gefolgt, sonst hätte ich mir auch eine kleine Hütte zusammengestellt, aber man kann anscheinend auch nicht, wisst ihr was? Ich höre die Kreaturen nicht mehr. Kann gut sein, dass wir diesmal schaffen. Und dann müssen wir morgen Essen suchen. Es ist 6 Uhr. 6 Uhr morgens, Tag 2. Oh, verdammt, falsche Richtung. Oh ja, es ist wieder hell draußen. Okay. Höchste Priorität, Essen sammeln und Haus bauen. Hier direkt auf den Strand, würde ich sagen. Fangen wir mal mit dem Grundgerüst an. Soll jetzt nichts krass groß sein. Wir haben ja genügend Zeit. So. Ja, das kann noch draußen bleiben. Ja, jetzt geht der Bauexpekt endlich los. Sind wir auf uns gestellt. Wir haben natürlich immer den Crafting Guide. Das ist natürlich toll. Und wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Und Essen. Essen brauchen wir. Wo sind die Schweine? Wo sind die Schweine?
Doch. Gibt aber kein Fleisch. Okay, dann suche ich hier nach Äpfeln oder Früchten. Ja, da sind Mangos. Gut. Dann baue ich auch dieses Holz ab. So, neues Level erreicht. Schnell was essen. Schwerter gibt's aber auch, aber ja, ich muss mal die Formel schauen, wie man die craftet. So, Baum abhacken hier. Ja, jetzt hat sich das Tonproblem gelegt. Wir bauen jetzt noch kurz das Fundament des Hauses und dann machen wir im nächsten Part weiter. So. Oh, unsere Axt ist kaputt gegangen. Jetzt haben wir genügend Holz. Da ist nur ein Schwein und noch ein Schwein. Das Zielen hiermit ist noch ein bisschen ungewohnt, also da hätte ich lieber den Gyrosensor. Und das Fleisch, da ist Fleisch. Okay, ich leg das Gras wieder dorthin. Das brauchen wir nicht. Und jetzt craften wir uns hier eine schöne Hütte. Oh, das ist anderes Holz, aber ja, es spielt ja jetzt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir es überleben werden die nächste Nacht. Schön braucht es jetzt noch nicht zu sein. Die große Villa kommt erst, wenn wir einen guten Vorrat haben. Was mache ich hier überhaupt? Das... So geht das schon. So. So. Dass ich in meinem Leben mal Minecraft spiele, wer hätte das gedacht? Danke. Danke, Kryptik. Wie auch immer heißt. Kryptonia. Dass ihr mir das ermöglicht habt. Denn, ja, ich kann mir die Version leider nicht kaufen. War irgendwie mit der Zahlungsmethode damals nicht so ganz möglich. Und es gab mal das Gerücht, dass es ein... Ah, warte, ich leg dich hier hin. So. Und ihr kommt dann wieder rein. Und die bauen wir auch ab. Ja, es gab dieses Gerücht, dass Minecraft für CD rausgekommen ist. Ist es auch, glaube ich, aber da war die Rede von der Xbox-Version oder so. War irgendwie ganz kompliziert, so. Zeit für eine Mango. So, und dann im nächsten Part heißt es Essen sammeln. Bis die Nacht kommt. Ist diese Figur auch zwei Blöcke groß? Ich glaube schon. Ich glaube schon. So. Ja, es sieht jetzt nur ein bisschen mager aus, aber mein Gott. Wir müssen aber alles zudecken. Also wir brauchen noch mehr Holz. Es ist mir jetzt egal, welches Holz. Hauptsache, wir haben Holz. Und wir müssen schon wieder eine neue Axt kaufen. Kaufen. Ja, das wäre jetzt schön, aber wir sind gestrandet. Am besten sammeln wir mal Früchte, viele Früchte. Hier kann man aber maximal mehr als nur 64 sammeln. Das ist interessant. Nein, das bringt so nichts. So, den Hunger muss man im Auge behalten. I haven't saved my game in a long time. I better do it soon. Ja, du sagst es, aber zuerst müssen wir das Haus fertig gestalten. Das hat größere Priorität, denn die Nacht wird wirklich übel. So. Perfekt. Ich save jetzt mal ganz kurz. Wunderbar.
Und dann geht's weiter. Ja, sieht jetzt ein bisschen mager aus, das Haus, aber mein Gott, ne? Es dient ja, hat ja ihren Zweck. So. 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 Da muss ich jetzt noch irgendwie hoch. Ganz langsam dorthin bewegen. So, so, so. Wunderbar. Kann man Türen craften? Das weiß ich nämlich noch, wie das geht. Warte. Crafting Table. Ist dumm. Was ist das? Ich weiß es jetzt nicht, aber das Holz ist mir jetzt ein bisschen zu wertvoll. Die Tür ging doch so. Ah nein, oder war das das? Nein, das ist die Truhe, aber das ist auch interessant. Eine Truhe ist auch wichtig, um Essen aufzubewahren. So, Chest dorthin. Werden morgen nur hier drin stehen, eine ganze Nacht, also das wird schon nicht so toll. Glas wäre interessant, aber Glas, aus Sand kann man das machen, aber wie genau, weiß ich jetzt nicht. Dafür brauchen wir Kohle, um einen Ofen zu kreieren, brauchen wir Stein. Und das haben wir alles nicht. Obwohl da unten Stein ist, aber... Meine Frage noch, der Sand, fällt der runter? Nein, okay. Bei Minecraft würde der Sand nämlich absinken. Da kann man sich mit Sand begraben. Das ist dann auch nicht so cool. Das geht ja so, ne? Ja, geht, okay. So, so, so. Hallo? Ja, wunderbar. Und dann schaue ich nur kurz ins Chest rein. Okay, da können wir Sachen tatsächlich saven. Gut, dann unsere letzte Mango und dann machen wir auf zur Futtersuche. Obwohl ich sehe, der Part ist jetzt etwas lang. Ich bastel hier noch am Haus ein bisschen herum und dann sehen wir uns mit dem fertigen Haus wieder bei Nacht mit Essen. Bis dann und ciao.